Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute zeige ich euch die Artemide Tolomeo Mini. Wir machen gemeinsam ein Unboxing. Bevor es aber losgeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Let's go! Holt euch am besten jetzt ein Messer her. Ich habe so ein Weinöffner, da ist so ein kleines Messer dran, weil ich jetzt kein Kartonmesser aus dem Keller holen wollte. Das tut es auch. Müssen wir den Karton aufmachen, das machen wir jetzt. Und dann schauen wir, was uns da drin erwartet. Normalerweise bei den Videos für YouTube mache ich alles vorher auf und gucke es mir an. Hier ist eine Premiere und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, was sich da drunter versteckt und wie es auch verpackt ist. Nicht, dass wir was kaputt machen. Und dann auch mal sehen, was wir da zusammenbauen müssen, weil wahrscheinlich ist sie nicht am Stück, weil die steht nachher so auf dem Schreibtisch und da haben wir schon das eine, das ist der Standfuß von der Leuchte, der ist ziemlich schwer. Und dann haben wir hier unter diesem Karton ein bisschen Beschreibung und hier Tolomeo, hier das Label von Artemide, das ist, wer es nicht weiß, so eine zeitlose Designerleuchte von einem italienischen Designer. Und da schauen wir jetzt gleich, wie wir die dann zusammenbauen. Also hier Kartons, da ist nichts mehr drin. Auch immer mal ein bisschen gucken, ob vielleicht noch irgendwo Schrauben oder so drin sind. Hier ist nichts, hier auch nicht. Und dann packen wir das jetzt gleich mal alles aus. Und das Coole an der Leuchte ist, die hier gibt es mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Wir haben uns jetzt hier für den Standfuß entschieden. Hier in der Beschreibung ist noch einmal die Variante, wie man es mit dem Standfuß befestigt. Dann gibt es hier noch so eine Wandhalterung. Uns würde noch so eine Halterung für einen Tisch geben, wo man so mit einer Schraube festschraubt. Wir haben jetzt hier diesen Standfuß und den müssen wir jetzt erstmal von der Verpackung befreien. Und hier steht es ganz wichtig, hier nicht mit dem Cuttermesser drüber. Da kann man das hier einfach abziehen. Mal sehen, ob es so easy geht. Tada! Weg ist's. Da haben wir den hier. Und hier drunter ist versteckt ein bisschen Schraubenmaterial. Und dann nehmen wir einfach diesen Karton, um nachher die Leuchte hier schützend draufzustellen. Weil jetzt müssen wir die hier auspacken. Und da vorsichtig sein, dass wir keine Kratzer reinmachen. Oder wir lassen sie noch hier in diesem Kunststoffschutz drin, dass sie nicht verkratzt. Dann sollen wir sie hier so hinlegen und dann kann man hier diesen Standfuß drüber führen und dann die Schraube festschrauben. Dazu holen wir jetzt noch einen Schraubendreher, das wusste ich vorher nicht, dass ich den brauche. Also was ihr nachher braucht, Schraubendreher und ein kleines Messer, um den Karton aufzumachen. Schraubendreher ist da. Jetzt müssen wir den Sackerl hier aufmachen. Da ist ein bisschen Befestigungsmaterial drin. Vielleicht auch mit einer Schere oder mit einem Messer oder mit ein bisschen Gewalt. Und da vorsichtig sind drei einzelne Teile. Einmal die Schraube, dann eine Unterlegscheibe und hier dieses Befestigungsteil. Und laut Beschreibung müssen wir jetzt zuerst das Teil hier unten dran machen. Dann die Unterlegscheibe und dann die Schraube. Jetzt machen wir es aber mal so, dass wir zuerst das hier einführen. Das ist ja logisch, dass das hier drauf muss. Okay, das müssen wir so ein bisschen reindrehen. Da ist eine Dichtung dran, damit das auch sauber da drin liegt. Dann haben wir hier dieses Teil, wo da drüber muss. Jetzt ist das Unterteil drauf, dann brauchen wir die Unterlegscheibe und die Schraube, da einfach die Schraube schon durchstecken, dann ist es einfacher. Dann mit dem Schraubendreher ein bisschen ansetzen, da kommt man nicht so einfach rein, das ist ein bisschen Gefühlssache. Aber wenn euch die Schraube 5-6 Mal runtergefallen ist, irgendwann wird es dann funktionieren. Und dann einfach festschrauben, aber nicht zu fest, nicht, dass die Schraube sich abdreht. Einfach, dass die Alter nachher nicht mehr rausfallen kann, hier die Leuchte. Und dann ist das Teil schon soweit fertig. Jetzt packen wir es noch voll aus und dann gehen wir zu unserem Schreibtisch, wo sie nachher stehen soll. Hier soll die Leuchte jetzt nachher stehen.
bevor ihr sie einsteckt, dreht ein Leuchtmittel rein. Das wurde noch nicht mitgeliefert. Das hier ist ein E27-Gewinde, da beim Kauf drauf achten. Vorzugsweise natürlich LED. Das drehen wir jetzt rein. Dann stecken wir sie ein und testen, ob sie und wie sie leuchtet. Und wenn ich jetzt hier nachher am Schreibtisch sitze und wichtige Verträge unterschreiben muss, dann kann ich mir jetzt meine neue Artemide Tolomeo herziehen, hier an dem Bügel, und das Licht anschalten und dann gute Verträge unterschreiben. Und das war jetzt das Unboxing der Artemide Tolomeo Mini. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dieses Teil habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch das bei der Kaufentscheidung hilft, würde es mich freuen, wenn ihr über diesen Link diese Leuchte kauft. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssle!